Euphorie und Enttäuschung liegen im Fußball dicht beieinander. Aber nur selten so dicht, wie das gestern in Rostock der Fall war. Jubel im Stadion, als bekannt wurde, dass Wattenscheid zurücklag, dass Leverkusen gegen Stuttgart in Führung gegangen war. Jubel auch bei den Toren. Am Ende aber standen alle mit leeren Händen da. Da wurden Tränen vergossen. Ralf Weber, dem ein klarer Elfmeter verweigert worden war, konnte nur mit Mühe vom Schiedsrichter abgehalten werden. Enttäuschung und Wut, dann der Zusammenbruch. Momentaufnahmen vom Ende einer Saison, von der mehr als das Ende in Erinnerung bleiben sollte. Die Eintracht lachte nicht zuletzt, aber sie lachte. Und wenn die alte Weisheit stimmt, dass der Weg das Ziel ist, dann hat die Eintracht, die bei ihrem Weg durch die Saison spielerisch neue Maßstäbe gesetzt hat, das Ziel erreicht. Das Wochenende in Rostock, die letzten 30 Stunden dieses Weges. Am Freitag um 13.30 Uhr landete die Mannschaft auf dem Flughafen von Barth, einem Fremdenverkehrsort an der zerklüfteten Mecklenburger Küste, 50 Kilometer vor Rostock gelegen. Zum Empfang hatten sich einige Fans eingefunden, insgesamt wenig Betrieb, eine Ruhe, die der Mannschaft vor dem Saisonfinale entgegenkam. Erstmals in diesem Jahr reiste die Eintracht mit dem gesamten Kader zu einem Auswärtsspiel an, 22 Spieler also, die in Rostock gemeinsam die Früchte der gemeinschaftlichen Arbeit eines Jahres ernten sollten. 20 Kilometer von Rostock entfernt liegt Graal-Müritz, direkt an der Ostsee das Grand Hotel, in dem die Mannschaft untergebracht war. Auch hier wenig Betrieb, am Nachmittag Bettruhe oder Sonnenbaden auf der Terrasse. Am Abend war dann noch einmal Training angesagt, nicht zu viel, eine Stunde lang in drei Gruppen, Spiel 5 gegen 2, mehr als Beschäftigungstherapie gedacht, um die Spieler ein wenig abzulenken. Dieses Ziel wurde erreicht, die Stimmung war gelöst, der Ball lief gut, angesichts solcher Kabinettstückchen bekamen die Zaungäste große Augen. Die größten Sorgen bereitete Dragoslav Stepanovic Uwe Bindewald. Wegen seiner Zerrung war der Oberschenkel noch bandagiert. Das Training ein letzter Härtetest. Ja, Schmerzen sind schon noch ein paar da, aber es ist zum Aushalten und es behindert mich jetzt nicht so, dass ich irgendwie gehemmt bin. Also mit anderen Worten, du denkst, dass du morgen spielen kannst? Ja, ich denke schon. Der nächste Morgen in Rostock. Ruhe vor dem Sturm. Gegen 8 Uhr war in der alten Hansestadt vom bevorstehenden Sportspektakel nur wenig zu spüren. Einziges Indiz, die ersten Fanbusse auf dem neuen Markt. Die Eintracht wurde von etwa 12.000 Anhängern nach Rostock begleitet. Die meisten von ihnen kamen mit der Bahn. In zwei Sonderzügen, 10 Stunden Fahrt von Frankfurt Sportfeld bis Rostock Hauptbahnhof. Eine Zeit, in denen nicht wenige beachtliche körperliche Leistungen vollbrachten. Ja, es waren eine Menge Leute drin, die haben schon kräftig zugelangt, aber gegen Nachmittag, hätte ich beinahe gesagt, also gegen 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens, wurde es dann schon ein bisschen ruhiger und jetzt heute Morgen ist die Stimmung gut. Ja. Und zwei Kollegen haben im Zug ganz besonders zugeschlagen, haben so viel getrunken, dass sie hier ins Lokal sind, haben Rumstieg gekissen, Gruppenfoto gemacht und ist der eine heim, hat seinen Koffer genommen und ist wieder in den Bahnhof direkt nach Frankfurt zurück. Das war's jetzt. Ja, wir nennen aber keinen Namen, es ist nur so viel, es ist Metzgermeister. Auch wenn der Metzgermeister den Heimweg antrat, ab 9, 10 Uhr war Rostock fest in Frankfurter Hand. Schwarz-weiß-rot beflaggte Autos prägten das Straßenbild, Eintracht-Schals und Mützen das Fußgängerzentrum. Die Zeit bis zum Spielbeginn wurde genutzt, um Rostock ein wenig kennenzulernen. Die Fans zogen vom Hauptbahnhof direkt zum historischen Stadtkern, sammelten sich auf dem Universitätsplatz. Vor dem Hauptgebäude der ältesten Universität Nordeuropas das Denkmal des Feldmarschalls Blücher, der, wie man weiß, immer marschierte. So ähnlich sollte das in Rostock mit der Eintracht sein. Und die Meisterschaftsschalen sind ja rar in der Saison. Seid ihr mal angegangen worden, ob ihr die nicht dem DFB zur Verfügung stellen könntet? Das ist das einzige Original, was es überhaupt gibt. Kein Thema, oder? In dieser Form, wie ist denn da der reine Materialwert? Unbezahlbar. Ausgelassene Stimmung also und größte Zuversicht. Deutscher Meister wird nur die SGE. Allein über die Höhe des Sieges über Rostock wurde noch gestritten. 8:2, die machen von Anfang an Druck, führen die erste Halbzeit 3-0, da gibt es Schützefest. Die wissen, um was es geht. 1-4. 2-0 für die Eintracht.
Glaubt irgendjemand, dass es heute keinen Sieg für die Eintracht gibt? Nein. Wenn es keinen Sieg gibt, dann verlieren sie alle drei. Genau. Ganz locker, ehrlich. Oh, auf jeden Fall Meister werden wir, kein Problem. Deutscher Meister, wenn du jetzt gehst. Aber wenn es nun doch nicht klappt mit der Meisterschaft, was dann? Wenn es heute nicht klappt, bricht die Mannschaft wahrscheinlich für mich auseinander. Oder? Ich weiß nur eins, wenn die Frankfurter heute verlieren, dann schaffen sie überhaupt nicht mehr, weil so eine Mannschaft wie dieses Jahr haben sie schon lange nicht mehr gehabt. Die werden es auch nie mehr wieder kriegen mit so einem Mittelfeld und mit dem Torhüter und der Sturm ist doch genauso. Also das ist eine Mannschaft, die gab es seit Jahrzehnten schon nicht. Vorbereitungen für die Eintracht-Mannschaft der letzten Jahrzehnte. Im Stadion und außerhalb. Mehrere Satellitenempfänger, kilometerlange Kabelbündel, ein riesen Fuhrpark von Übertragungswagen mit neuer und mit alter Technik. In Rostock glaubte fast jeder an die Meisterehrung. Eher ganz bestimmt. Toni Hübler, Zeugwart der Eintracht, seit 38 Jahren im Amt, hat schon die erste Meisterschaft miterlebt. Keiner weiß besser, was in den Spielern vorgeht. Die haben alle ein bisschen unruhig geschlafen, erstens. Und zweitens haben sie sehr spät gefrühstückt. Einige auch schon ganz früh. Das zeigt doch eine gewisse Nervosität. Und dann gab es einen kleinen Spaziergang, Sitzung, Essen. Und jetzt warten sie auf den großen Augenblick. Der große Augenblick rückte näher. Eine Stunde vor Spielbeginn war das Stadion schon gut gefüllt. Die ersten Laola-Wellen rollten über die Ränge. So ausgelassen die Anhänger waren, so angespannt wirkten die Spieler. Und einige waren sichtlich enttäuscht, weil sie zum Saisonfinale nicht aufgestellt waren. Lothar Sippel durfte immerhin noch auf der Bank Platz nehmen. Björn Andersen wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, es tut sehr, sehr weh, aber ich muss trotzdem die Daumen drücken. Wie gesagt, ich habe jetzt über 6 Runden entschieden. Muss ich akzeptieren, und aber wie gesagt, dass sie der Mannschaft so geholfen hat, auch in Richtung Meisterschaft, da tut er im letzten Spiel nicht weh. Das ist ganz klar. Anstelle von Sippel oder Andersen nahm Axel Kruse den zweiten Platz im Eintrachtangriff ein. Dragoslav Stepanovic versprach sich vom ehemaligen Rostocker hier in seiner alten Heimat besonders großes Engagement. Am Einsatz fehlte es nicht. Dennoch hatte Kruse gegen Jens Wahl einen schweren Stand, ebenso wie Yeboah gegen Gernot Alms. Die Rostocker Abwehrspieler waren größer, gewannen die meisten Kopfballduelle und erwiesen sich auch sonst als anhänglich. Entgegen allen Erwartungen war es nicht die Eintracht, die in der Anfangsphase den großen Druck entfaltete, sondern der designierte Absteiger, Hansa Rostock. In den ersten 2 Minuten schon 2 Eckstöße, von denen einer gefährlich war, ein Kopfball von Gernot Alms. Die Rostocker boten in dieser ersten Phase eine Klasseleistung. Unverständlich, dass eine so spielstarke Mannschaft in die zweite Liga absteigen muss. Das Angriffsspiel beweglich. Die Rostocker rochierten, schossen gefährlich wie eben Florian Weichert oder jetzt Michael Spieß. Dass Frankfurts Abwehr unter Druck stand, lag auch an der fehlenden Entlastung nach vorne. Von Andi Möller war wenig zu sehen und Uwe Bein gelang es zunächst nicht, sich der engen Manndeckung durch Axel Schulz zu entziehen. Erst als dies nach einer halben Stunde besser klappte, kam die Eintracht ins Spiel. Uwe Bein war es, von dem die Gefahr ausging, wie hier ein Pass auf Andi Möller und der Versuch, Kruse aufzulegen. Oder dann Uwe Bein auf Axel Kruse. Rostocks Torwart Daniel Hoffmann noch mit einer Faust dazwischen. Und schließlich dieser wunderbare Pass von Uwe Bein in den Lauf von Andi Möller, der sich den Ball etwas zu weit vorlegt. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht. Zu diesem Zeitpunkt aber lag Dortmund schon in Führung mit 1:0 in Duisburg. Frankfurt hatte die Nase nicht mehr vorn und inzwischen hatte jeder unter den 25.000 Zuschauern bemerkt, dass das Spiel in Rostock kein Kinderspiel war. Wir müssen diese Rostocker hier knacken, wir müssen sie knacken. Auf Teufel komm raus, gell? Lothar Sippel macht nur Tor. Hacken das noch. Das gleiche dürfte sich auch Dragoslav Stepanovic gedacht haben, denn er brachte Lothar Sippel und seine Mannschaft tat nun viel mehr, um Rostock zu knacken. Überragend in der zweiten Halbzeit war Ralf Weber, dessen Sturmläufe am linken Flügel kaum zu bremsen waren. Immer wieder setzt er sich durch. Präzis seine Hereingaben, allein im Abschluss fehlte das Glück. Und mitten in diese Frankfurter Drangperiode hinein ein Rostocker Konter,
über Heiko Merz, in der Mitte stand Dove sträflich frei und das wurde bestraft, 1:0 in der 63. Minute. In Rostock glaubte man wieder an den Klassenerhalt, auch Erich Rutemöller, denn der direkte Konkurrent Wattenscheid lag ja zu Hause gegen Gladbach zurück. Euphorie und Enttäuschung. Die Eintracht schlug sofort zurück und wieder war es Ralf Weber, der den Ausgleich vorbereitete. Vorbei an František Straka, die Flanke und dann der herrliche Kopfball von Axel Kruse entgegen der Laufrichtung des Rostocker Torwarts. Sein 5. Saisontreffer, das 1:1. Aber dieses 1:1 war zu wenig. Die Eintracht zog ein Powerplay auf. Bein auf Yeboah. Immer wieder war Daniel Hoffmann dazwischen und je länger es dauerte, umso hektischer wurden die Frankfurter Angriffe vorgetragen. Binz, der sich mehr und mehr in den Angriff einschaltete mit einem 40-Meter-Pass in die Spitze und plötzlich eine weitere Riesenmöglichkeit für Anthony Yeboah, der es selbst ebenso wenig fassen konnte wie seine Frau auf der Tribüne. So richtig fassungslos waren Frankfurts Anhänger aber erst nach dieser Szene. Ein wunderbarer Angriff durch die Mitte. Ralf Weber ist plötzlich völlig frei und wird von Stefan Böger von den Beinen geholt. Ein klares Foul, für jeden erkennbar, nur nicht für Schiedsrichter Alfons Berg. Sein Pfiff blieb aus, die entscheidende Szene dieser Meisterschaftssaison. Hätte vielleicht der Elfmeter gepfiffen und einer von uns daneben geschossen, oh, wäre noch schlimmer gewesen. Stefanovic konnte wieder lachen, Ralf Weber aber war nicht zum Lachen zumute. Es war schon der 3. klare Elfmeter, der ihm in diesem Jahr verweigert wurde. Wäre korrekt entschieden worden, 3-mal hätten die Frankfurter nicht daneben geschossen. 5 Minuten später traf Lothar Sippel für die Eintracht. Zuvor aber war der Ball Uwe Bein an den Ellenbogen gesprungen, also auch diesmal kein Tor. Und die Angriffe rollten unermüdlich weiter. Falkenmeier auf den eingewechselten Edgar Schmidt und gerade ihm hätte man das Tor gegönnt, das wenige Zentimeter verhinderte. Die Zeit lief den Frankfurtern davon. Sie warfen nun alles nach vorn, versuchten es mit der Brechstange. Dietmar Roth am gegnerischen Strafraum. Da waren Kontertore natürlich jederzeit möglich. Uli Stein versuchte es noch zu verhindern. Es spielte aber im Grunde schon keine Rolle mehr. In der 92. Minute erzielte Stefan Böger das 2:1 für die Hanseaten, die noch jubelten, weil sie nicht wussten, dass sie trotz ihres Sieges alles verloren hatten. Euphorie und Enttäuschung dicht beieinander. Eine Weile dauerte es schon, bis die Fassung wieder gewonnen war und Stefanovic gewohnt lässig plaudern konnte. Ich bin auch enttäuscht, ja. Nur sag ich mal, wer nicht verlieren kann, ja, kann er auch nicht gewinnen. Die Mannschaft ist da unten, die einige weinen, Gefühle sind Gefühle und die einige sind enttäuscht, aber im Großen und Ganzen, die geben Niederlage zu und aber wir haben alles in unserer Hand gehabt, ja, wir haben nicht ausgenutzt, ja, gell? Im Leben geht es auch so, Leben geht weiter. Das Leben ging weiter, schon im Ostseestadion, Beifall von den Zuschauern für die unterlegene Mannschaft, die, davon kann man getrost ausgehen, an dieser Niederlage nicht zerbrechen wird. Und ich habe eben auch gesagt in der Kabine, jetzt erst recht,